Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Wenn zwei Bayern einen Stress miteinander haben, dann schlagen sie sich ja nicht gleich. Da haben sie andere Methoden entwickelt im Laufe der Zeit, wie die Kräfte messen. Und wer da gewinnt, der hat natürlich dann recht. Und genau um die Sportarten in Bayern und die Brauchtümer, da geht's heute mit dem Schorsch. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Anhören. Ja, bei mir ist jetzt der Schorsch, der ja seines Zeichens einen sehr schlanken Körper hat. Jetzt bin ich mal gespannt, was der zum Kräftemessen auf Bayerisch sagt oder ob der lieber das alles ausdiskutiert. Schorsch, Avideri. Oh Mann, servus. Packen wir es wieder. Bin ich gespannt, was ich da halt beitragen kann. Ja, du, ich weiß, dass du gut reden kannst, dass du gern redest, dass du viel redest. Wenn du jetzt so einen Streit hast mit Eppern, wie tust du den aus der Welt schaffen? Oh mein, das kommt ganz drauf an. Das kommt ganz drauf an. Ja, kommt Gewalt auch vor bei dir? Nein. Nicht? Nein, Gewalt auch nicht. Nein, überhaupt das, nicht. Nein, nein. Also manchmal hat es mich schon ein bisschen Jucke in die Finger, das darf ich jetzt schon sagen. Mhm. Aber so körperliche Gewalt, das braucht es jetzt nicht. Das lehnst du ab? Das müssen andere machen, ja. Grundsätzlich, ach, du hast da deine Leute, die du dann hier schickst. Die lass mal, genau. Weißt du, hast du irgendwie so einen an der Hand, den schickst du einfach hier und dann regelt der das für dich, oder wie? Ja. Nein, natürlich echt? Nicht. Nein, also ich habe ja einen Mund und dann kann ich es ja ausdiskutieren. Also du diskutierst das genau aus. Und manchmal überlege ich mir, rege ich mir jetzt auf oder ist mir wurscht und meistens ist mir dann wurscht. Meistens ist der wurscht. Und dann meistens ist mir wurscht. Und was machst du, wenn es am anderen nicht wurscht ist? Das ist mir dann erst recht wurscht. Warst du eigentlich schon mal so in einer Situation, wo die App körperlich angegriffen hat, wo du gedacht hast, oh, jetzt kann es eng werden? Schon lange nicht mehr, Mann. Schon lange nicht mehr. Also sagen wir mal, so verdient hätte es wahrscheinlich schon ein paar Mal. Aha. Aber nein, schon lange nicht mehr. Also ewig nicht mehr. Da war ich noch nicht mal 18. Ach so. Also aber ungefähr davor, zwei oder? Wochen jetzt dann nicht mehr. Ja, gut. Ja, ja und wie, war das vor zwei Wochen? Nein, also es war wirklich, da war ich so 17 oder was. Da bin ich mal in so eine ganz ungünstige Situation reingekommen. Aha. Und dann hat es ein bisschen geschäbert im Karton. Aha. Ich meine, du kennst mich ja, du weißt, ich sitze dir gegenüber. Ich bin jetzt mehr so das Format Spargeltarzan. Da brauche ich jetzt nicht anfangen, mich mit Kräfte messen. Nicht? Nein. Und geschäbert? Was heißt jetzt geschäbert? Hat es bei dir geschäbert? Hast du bei mir geschäbert, habe ich mal nicht mitgekriegt. Ja. Echt jetzt? Mhm. Weiblich oder männlich? Männlich. Aha. Männlich, ja. Warst du unverschämt? War ich unverschämt, ja. Also habe ich es auch verdient. Hast du es verdient? Mhm. Was hast du gekriegt? Ein Watschen oder was? Gescheite Watschen. Gescheite Watschen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich erinnere mich gerade, fällt mir ein, mir ist ein paar Mal passiert, also nicht so oft. Dass du nicht mitgekriegt hast? Nein, nicht, aber dass sich irgendeiner aufregt. Das ganz oft hat das was mit Alkohol zum tun und beim Fortgehen. Da irgendwas passt einem nicht und dann, ja, dann eskaliert es über gleich. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Dann regen sie sich auf und dann muckern sie sich auf und dann geht's los. Ja. Nein, da habe ich jetzt, also muss ich sagen, lege ich auch keinen Wert drauf. Da bin ich froh, dass das mir nicht so oft, also nur einmal eigentlich so richtig passiert ist. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Und es ist auch schön, dass du dazugelernt hast und dass du jetzt quasi so viele Jahrzehnte schon, wie soll ich sagen, sämtliche Situationen gekonnt umschiffen kann. Ja. Hast du umschifft. Ja. Die Bayern oder wir Bayern haben ja eine super Methode, das ist das Fingerhackeln. Oh, das kenne ich auch. Hast du es schon da? Das habe ich schon mal da, ja. Echt jetzt? Ja. Wie, mit Lederriemen? Mit so einem Lederriemen, ja. Aha. Und dann, das ist immer ein bisschen ungut, weil ich bin ja Linkshänder, also links stärker als rechts und die anderen haben meistens Rechtshänder. Ist das ein Problem, welche Hand das man da hernimmt? Ja, weil du hast ja immer mit der aktiven Hand hast du mehr Kraft. Ja. Und wenn du mit links mehr Kraft hast, ist das dann anders, oder? Dann muss ja der andere ja mit rechts ziehen, dann passt ja der Winkel wieder nicht. Ach so. Du musst ja so quasi... Oder? Rede jetzt gerade einen Schmarrn. Nein, beim Armdrucker war das, meine ich. Das ist ja nicht Fingerhackeln, Armdrucker. Beim Armdrucker? Genau. Ach, was du es machst. Also Armdruck hast du auch schon? Armdruck habe ich auch schon, freilich. Aha. Und ist da dann um einen Streit gegangen oder einfach so zur Gaudi? Nein, einfach so zum Ausprobieren. Okay, und zurück zum Fingerhackeln. Genau. Das hast du auch zur Gaudi gemacht? Das habe ich auch zur Gaudi gemacht. Auf einem Turnier? Nein, mein Cousin hat einmal gern Fingerkackelt. Sagt man das so, Fingerkackelt, ja. Mhm. Und der hat mir halt das dann mal gezeigt, wie das geht. Ah, hör auf, ist ja, dieser Wettkämpfer? Der hat das einmal zeitlang schon ein bisschen professioneller, also so semi-professionell gemacht. Da schau her, da schau her. Der hat auch so einen Ring gehabt und der Ring ist so ein bisschen, also es ist so, schaut aus wie so ein gräserner Vorhangstangenring aus Leder.
Ja. Und der ist immer ein bisschen grintig, weil wenn du richtig gescheit Fingerhackeln tust, dann geht er die Haut runter und dann schwitzt und dann blitzt und was weiß ich und das zieht dann alles in das Leder ein. Ja. Und so hat der ausgeschaut, oder was? Ja, es war eher dunkles Leder. Ja, also ich habe ein bisschen so nachgeschaut, was das Fingerhackeln da offiziell alles für Regelungen hat, weil das wird ja turniermäßig natürlich auch gemacht, in Bayern total grübig. Habe mir ein paar Videos angeschaut, da sitzt halt dann im Festzelt zum Beispiel drin. Genau, da wird dann gehackelt. Und oben auf der Bühne, deren die hackeln und wenn sie dann fertig sind mit dem Hackeln, dann gesellen sie sich zu allen anderen dazu und trinken da auch noch Masse. Ja, 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 das ist gehört. Und der Lederriemen, der habe ich gelesen, ist 10 cm lang. Und 6 bis 8 mm stark. Ja, genau. Also der schneit ziemlich ein. Wenn's echt, der schneit so ein, oder? Ja, es ist also ein nicht so schöner Sport. Hast du, was war das, dein Cousin, oder? Mhm. Hast du schon mal zugeschaut, wie der trainiert? Der macht immer so Unterarm-Geschichten. Also der hat dann so Gummibandel gehabt und hat dann trainiert. Also er hat einfach Kraft in den Finger gekriegt und einen Unterarm. Ah, unglaublich. Mhm. Ich habe herausgefunden, dass die so eine Hornhaut brauchen. Also du darfst jeden Finger hernehmen, außer einen Dammerl, den nicht, aber ansonsten theoretisch jeden. Und die meisten nehmen wohl einen Mittelfinger her. Ein paar nehmen einen Zeigefinger, aber die meisten nehmen wohl einen Mittelfinger her. Ja genau, so darf ich jetzt auch kennen. Und zum Trainieren, halten, also deren sie die da so Gewichte hinhängen und damit sie da so Hornhaut bildet. Weil die Hornhaut so wichtig ist. Das nicht, ja, weil sonst hast du ja gleich wieder das, dass die Haut weg ist und dann... Genau, die Hornhaut, wenn du es hast. Und wie habe ich so schön gelesen, beim Fingerhackeln geht es darum, den Dehnungsschmerz zu überwinden. Das ist, also eigentlich ist schon ganz schön brachial, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wenn du da miteinander hackelst, dann reißt du am Finger aus oder so. Boah. Mir läuft es gerade kalt am Buckel. Ja, und wie lange hast du das ausgehalten? Ja, nicht lang. Einfach mal ausprobiert. 2 Minuten, was weiß ich. Hat der dann auch so einen Tischdotten gehabt, oder? Ja, ja, so ein Holztischschall. Ist das so ein viereckiges Tischschall? Aha. Das weiß jetzt nicht, ob das der offizielle Fingerhackeltisch ist. Und da war an der Seite auch ein Polster, oder? Nein, wissen die jetzt nicht mehr. Nein. Aha, ja, weil ich nämlich auch gesehen habe, die alten Aufnahmen, was ich gesehen habe, da waren keine Polster, zumindest habe ich es nicht gesehen. Und bei neueren habe ich Polster schon gesehen. An der Seite musst du dann hier. An der Kanten, genau, wo's dann Hacks einspreizt. Ach, ja gut, musst du ja auch machen, ja, sonst hast du ja keine Kraft. Ja. Aber vielleicht kannst du mal erklären, wie das Fingerhackeln an sich geht. Also eigentlich ist es ja leicht, aber erzähl mal. Also so wie ich jetzt halt noch weiß. Ja. Da hast du halt diesen Dings, diesen Lederriemen, Ring. Ja. Und dann huckst du halt hier und hackelst ein. Mhm. Und dann auf ein Kommando fängst du halt auch zum Zirgen. Genau. Und dann geht es ja halt darum, dass du den anderen über den Tisch ziehst. Und bevor du anfängst zum Zirgen, wie ist denn da die Position von dir? Welche Haltung hast du? Ja, du spreizst dich halt schon ein, dass du fest und stabil sitzt und sitzt aufrecht. Ja, und dann geht's los. Ja, und du hast auch einen Fuß, einen sogenannten Zugfuß, einen Zughacks hast du eingespreizt am Tisch, genau. Gell? Ja. Den hast du eingespreizt und du darfst auch die andere Hand am Tisch noch einspreizen. Nein, wir haben das streng gespielt, du hast die nicht mit der Hand einhalten dürfen. Du hast die nur über den Finger, über den Hackel, wie sagt man da, Fingerhackelarm. Ach so, genau, nur über den. Und den anderen Arm, den hast du in der Luft gehabt. Da genau, quasi, der, das hast du nichts machen dürfen. Ah, okay. Wie ich gesehen habe, die haben sie mit der anderen Hand an der Tischkante wegdrucken dürfen. Okay, ja, da wird es halt nochmal schwieriger. Da wird es, ja. Also wird's, für die Profis dann. Aber es kommt dann mehr Kraft drauf natürlich, ja, ja. Gell? Ah, der meint Finger wie. Ich habe einmal so, weißt du, einfach so, also man kann ja auch theoretisch ohne den Riemen, sondern einfach die Finger ineinander hackeln. Auf die Turniere werden aber meistens die Ringel da, die Riemen hergenommen. Und so habe ich es einmal ausprobiert. Das ist ja, das ist so unangenehm, gell? Ja, da kriege ich gerade sämtliche Zustände, wenn man das vorstellt, dass da etwas so an meinen Finger zirkt. Ich mag das ja nicht. Aha. Also Finger anziehen oder Finger umwirken, das finde ich ja ganz furchtbar. Ja, aber was ich gelesen habe, also weil du jetzt wegen die Verletzungen und so sagst, dass eine Sehne reißt, das kommt anscheinend sehr selten vor. Mhm. Aber so Abschürfungen und das ganze Zeug alles. Ja, das ist schon ja, wie du sagst, grob. Blut. Oh. Ja. Oh. Also finde ich Armdrucker wieder schöner, Mani. Armdrucker? Ja. Naja. Das kommt auch darauf an, wenn du andruckst und der andere haut dein Arm oder deine Faust voll auf den Tisch. Das ist auch nicht so gut. Es kommt darauf an, was auf dem Tisch liegt. Nein, schön ist es nicht, aber ich finde es angenehmer als das Fingerhackeln. Was schätzt denn eigentlich, wo der Ursprung vom Fingerhackeln ist? Du meinst in Bayern? Ja. Wo kommt das her? Wo wohnen die alle? Wo ich dann jetzt, wenn ich mir diese anschaue, so Richtung Niederbayern, wo kommt es da her? Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, dein Tipp. Nein, von den alten Holzfäller kommt das.
Ah, okay. Weil die waren ja irgendwie schon bekannt, dass die ja recht kräftig sind. Also früher ist halt natürlich. Ja, die Holzknecht, ja. Heute fahren sie ja in den Wald mit den Maschinen und dann mit den Maschinen viel ausarbeiten. Mit einem Harvester fahren sie. Mit einem Harvester, genau. Das ist ja das Ding, da wo einer drin sitzt. Und vorne hat er so ein, quasi, wie sagt man da, Zang. So. Dann umfasst er den Baum, schneidet ihn gleich ab und tut ihn in den Osten. Und manche können sogar in Drinten. Ah, in Drinten gibt es auch? Gibt es auch, habe ich auch schon gesehen. Ah, ja, da schau. Und du, wenn du, als du, der den Harvester fährt, der huckst du in so einem Häusl drin. Ja, genau. Auf der Maschine und hast du dann zwei so Joysticks. Mit Joysticks, ja. Das ist eigentlich Computerspielen in echt. Genau, also das darf ich jetzt auch hinkriegen. Aber von denen Holzhackler reden wir nicht, sondern von denen, die es wirklich ursprünglich gemacht haben. Und wenn die dann einen Stress gehabt haben, wenn es Streit gegeben hat, dann haben die das übers Fingerhackeln austragen, sagt man. Da sagt man ja heute nur die Hackeln. Die Hackeln. Ja, kennst du das nicht? In welchem Zusammenhang? Also wenn es um Streit geht, so, die haben schon wieder gehackelt. Genau. Die Hackeln. Genau. Und du kennst ja den Ausdruck, etwa über den Tisch ziehen. Ja, genau. Kommt wahrscheinlich daher, oder? Kommt angeblich auch von daher, hast du gesagt. Bayerische Geschichte und Kulturgut. Ja. Ja, jeder kennt's. Jeder kennt's. Jetzt muss ich nur schauen, habe ich da was vergessen? Also, jetzt einmal, falls ich etwa ganz genau wissen will, der Tisch, der offizielle Fingerhackeltisch, der ist 79 cm hoch, 74 cm breit und 109 cm lang. 109 cm, also die dürfen, was waren das jetzt? 74. 74 breit und so ein guter Quadratmeter Tisch. 109, also guten Meter lang, genau. Und dann hast du einen Hocker. Der Hocker, der ist 40 auf 40 cm und ist 48 cm hoch. Wahnsinn, wie da alles normiert ist, gell? Und, das werdet ihr jetzt nicht gehabt haben beim Fingerhackeln, hinter dem, der wo hackelt, da ist auch nur ein Mann. Der, wo den nämlich auffangt, wenn es noch behaut. Das haben wir nicht gehabt. Das hat es nicht gehabt. Nein, so weit haben wir gar nicht gehackelt. So wie das nicht gegangen. Nein, das war ja nur mal so zum Ausprobieren. Und dann heißt es, wenn du dort sitzt, beide Hackler, und fertig, los, Süd! Und dann wird Rotzung. Und dann bis zum, ja, bis halt einer über den Tisch gezogen ist. Ja. Was ich so ganz interessant gefunden habe, dass das ein Ehrensport ist, weil, dass du da in die offiziellen, bei den offiziellen Turniere da mitmachen darfst, da brauchst du einen guten Leumund oder zwei sogar. Also diese halt sagen, dass du ein ehrbarer Mann bist. Gibt es das eigentlich für Frauen auch? Hast du da was gefunden? Für Frauen habe ich nichts gesehen. Was waren so das für die Sportart für Frauen, was du da? Dass die Kampfstricken. Oh, das ist jetzt halt aber, weiß nicht, ob das gemein ist, aber Stereotyp, gell? Ja, weiß nicht. Kräfte messen. Die Frage ist, deren Frauen Kräfte messen? Anders halt oder haben die eine Sache nicht anders? Die Bauern halt dann bis zum Umfallen. Was denn die? Bacher. Ach, Bacher. Was hast du jetzt verstanden? Ich habe es gar nicht verstanden. Bacher oder Lacher. Die haben lebt ein paar Jahre in Minger, schon versteht er kein Bayerisch mehr. Oh ja. Oh. Ja. Ich merke schon, dass es weniger wird, gell, Fei? Ja, es verwässert, gell? Bayerisch, das verwässert. Man merkt es ja immer dann, dass man jetzt in Minger angekommen ist. Also erstmal sagt man es München, sagt man nicht Minger, sondern München. Ja. Und jetzt muss ich aufpassen. Wir sagen Wasser und der Münchner sagt Wasser. Aha. Und wenn du das übernommen hast, dann ist der Bayerisch verwassert, also verwässert. Ja gut, Wasser habe ich euch schon so gesagt. Ja, weil du aus Niederbayern kommst. Weil ich aus Niederbayern komme, ja. Aber es kommt auch, in Niederbayern kommt es auch darauf an, wo ich am Eck, dass du kommst. Wenn du jetzt hinten aus dem Wald kommst, was ja auch Niederbayern ist, dann ist nicht, ich weiß nicht, wie es da sagen, Wasser wahrscheinlich. Wasser. Oder, ja, wenn es Richtung Oberpfalz da geht, gell? Wo ist denn das Wasser? Weiß ich, ob die das so sagen. Da müssen wir in den Keller reingehen. Ja. Nein, Köller. Ja, du, Schorsch, Fingerhackeln. War das was jetzt für die, um einen Streit zu lösen? Du meinst als Alternative zum Diskutieren? Ja, als Alternative zum Diskutieren bei dir wahrscheinlich nicht. Ist das jetzt eine rhetorische Frage oder eine echte Frage? Nein, das war schon echt. Nein, das glaube ich war nichts für mich. Nein, eher diskutieren. Ja. Aber bevor es dich schlägerst, tust du lieber Finger hackeln. Dann darf ich lieber Finger hackeln. Und der wo mit dir Finger hackelt, der sagt natürlich, du darfst nicht einfach so verlieren, gell? Mm-mm. Also du darfst nicht einfach loslassen und nach drei Sekunden schon. Du musst schon reinhängen. Ja, da musst du richtig gut sein. Das ist schon da, oder? Ja, logisch. Hm. Freilich. Hm. Ja. Darfst du auch machen? Oder wie darfst du das machen, Mann? Jetzt hast du mich so viel gefragt, wie ich mit Konfliktsituationen umgehe. Dann darfst du das machen. Du, ich kann bloß sagen, wie es in der Vergangenheit war, wo da eine Bombe so eine Situation war. Meistens muckt sich einer auf. Mhm.
gut, mir ist jetzt noch nie passiert, wo einer sich aufgemuckt hat, der wo 3 Köpfe größer war. Aber ja, meistens quasi durch, sage ich mal, körperliche Präsenz, ja, und dann ein bisschen reden. Stell dir mal vor, wenn das halt im Büro so war, wenn du so ein Meeting hast, also wenn wir da mal alle wieder beieinander sitzen und hast einen Punkt, da wärst du nicht einig und das hackeln wir jetzt aus. Das war's. Das war mal interessant, das wie das dann weitergeht hat. Das war's. Auf der anderen Seite, ich hab's mir auch gedacht, da mit den Fingerhackeln und Kräfte messen, dass da gewinnt ja über der, wo stärker ist. Und der hat ja nicht über recht. Also als ob der recht hätte, der wo stärker war. Das heißt ja, das Gesetz des Stärkeren. Ja, letztendlich ist Alwe nur so, bloß ich glaube, das, was Stärke ist, hat sich ein bisschen verschoben. Ja. Das ist nicht mehr die Muskelstärke, sondern vielleicht die geistige Stärke und da kommst du natürlich wieder ins Spiel. Da bin ich ganz vorne dabei, Mann. Ja, du bist aller Bescheidenheit. Ich sage so, geistig bist du einer von den brutalsten Schlägern, die ich kenne. Ich nehme es jetzt mal als Kompliment. Nimm das als Kompliment. Und dann stelle ich dir noch eine zweite Methode vor, wie man Kräfte messen kann auf Bayerisch. Gibt es da noch was? Ja. Also Armdrucker haben wir jetzt? Nein, ja, Armdrucker hast du gesagt, genau, Armdrucker. Fingerhackeln. Und dann gibt es sowas, das nennen sie Bavarian Highland Games. Ui. Also das ist kommt, aber was neumodisch, oder? Kommt von den Schotten runter und die haben halt lauter so narrische Sachen wie Baumstamm, Werfer und so riesen Kugelheben und Strohsack schmeißen und Bogenschießen ist dann auch dabei. Also das ist jetzt nicht so mit Kraft, aber lauter so Sachen machen die. Und da habe ich jetzt mit einem mich unterhalten, der wo genau sowas gemacht hat. Du kennst so Leute, die sowas machen? Ja. So, wie heißen die? Bavarian Highland Games. Genau. Hören wir mal rein. Es gibt ja den Spruch, am Baum ausreißen, und wenn ich mir vorstelle, wer das ist, der wo da so einen Baum ausreißen darf, dann ist das der Richard und der ist jetzt da, habe ich der. Ja, servus, Manni. Grüß dich. Du, ich hätte mich selber gar nicht traut zu sagen, aber du hast ja gerade selber gesagt, du bist Gruppe von Bayern Absolut, oder wer? Ja, du, ich muss sagen, ich höre mir das wirklich jede Woche an, wenn die Folge neu rauskommt, weil bei mir so am Freitag ist halt immer Putzen. Aha. Und dann höre ich mir das neben dem Putzen immer an. Also da bist du dann auch gut abgelenkt, dann ist das Putzen auch nicht mehr so dann, schlimm. Dann geht es Putzen ein bisschen schneller, ja. Und wenn ich es schaffe in einer Folge, dann bin ich immer ganz flott. Ach echt? Ja. Also das heißt, für dich ist ein Bayern Absolut Herrn schon eine Herausforderung. Wer ist schneller, die Folge oder du mit Putzen? Genau, ja, so ungefähr. Ja, und schaffst du es dann auf eine halbe Stunde? Oder meistens dauert es so eine halbe Stunde? Ungefähr. Also wenn es einmal ein bisschen so Frühlingsputz kann, dann schon mal 2 Folgen dauern. Aber normal schaffe ich es in einer Folge, ja. Du weißt was, wenn du mal müde bist, dann rufst du vorher an, dann macht man die Folge extra länger, dass du mehr Zeit hast zu putzen. Ja, aber du musst ja länger putzen. Ach so, ja, oder andersrum, dann macht man es kürzer. Ja, das macht, war das war Geschichte. Machen wir mal eine Viertelstunde-Folge. Ja. Ja, gut. Ja, na schön, du hast gesagt, du kannst uns was erzählen über kräftige Männer, über die Highland Games am Schliersee, aber jetzt erzähl erst einmal, wie kommst denn du überhaupt da dazu? Zu den Highland Games? Du? Also, ja. Gut, ich bin der Richard und ja, ich kenne euch halt von eurem Podcast und habe mir gedacht, das war mal eine Geschichte. Aha. Hätte Spaß, einmal da mitzumachen und dann, ja, jetzt sitze ich da und ich darf ein bisschen was erzählen. Und wir sind aber alle gespannt. Ja. Also man hört ja schon, du bist der Bayer, gell? Ja, genau. Also ich komme aus Unterschleißheim und gebürtiger Münchner und ja, mei, das ist halt, Bayern ist halt meine Heimat, muss ich sagen. Und die magst. Genau, den das auf jeden Fall. Den mag ich auch, den mögen wir alle. Und ist jetzt das so, dass jeder unter Schleißheimer so gut beieinander ist, so kräftig wie du? Oder? Leider nicht. Leider nicht. In jeder anderen Stadt auch ganz normale Leute, so wie ich halt auch. Und nichts Besonderes. Also es laufen schon ein paar Kräftigere rum. Aber ein paar Grischball. So der durchschnittliche Unterschleißheimer ist halt normal. Der ist normal wie ja, überall. Genau. Und wenn du durch den Schleißheim gehst und sagst, oh, passt auf, das ist der Richard. Ja, manchmal. Also manchmal kommt das schon. Das Gute ist ja das, weißt, wenn jetzt einer so kräftig daherkommt und dann denkst du immer, oh scheiße, bloß kein falsches Wort nicht. Aber bei dir weiß man gleich, du kommst recht freundlich daher, da hat man dann weniger Angst, oder?
das schon, aber es hat auch Nachteile, weil das ist dann immer so, ah ja, der ist ja ganz kräftig, dann wärst du halt wie angerufen, wie irgendwie ja, Umzughelfer oder irgendwas Tranghelfer und so. Ach du Moment, ich muss ja auch mal umziehen, also wenn ich umziehe, aber das nächste Mal, wer war denn das, der Richard? Ja. Du, wenn der Richard kommt, dann sparen wir uns drei Mann ein. Ja, genau, so ungefähr. Ja, und sind die dann auch auf die gekommen, weil du eben so gut beieinander bist? Ja, also es war so, wir haben halt da im Fitness trainiert und der Spätzl und ich. Also Krafttraining, Gewicht. Genau, ganz Gewichte. Normal Krafttraining. Aha. Und da waren zwei da, die uns quasi auch kennen und die haben schon öfter bei so diese Highland Games mitgemacht. Aha. Und die haben jetzt noch zwei Leute gebraucht, dass sie halt ein Team zusammenbringen von vier Leuten. Aha. Und dann haben sie gefragt, ob wir nicht Lust hätten, da mal mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, naja, mei, warum nicht, gell? Schauen wir uns halt mal an. Du hast gesagt, jederzeit. Und wie ist das? Bist du mit der Lederhosen hingegangen oder ist das nicht was Schottisches, oder? Also es ist schon was Schottisches, aber halt in Bayern und Aha. es war halt so, dass wir vorher uns noch eine Uniform besorgen haben müssen. Also da war halt Pflicht, man muss halt einen Kilt tragen, jeder Kilt, Teilnehmer. Also einen Schottenrock. Genau, einen Schottenrock, Aha. ja. Und die haben uns dann zum Glück einen ausgeliehen, weil hast du ja normal nicht daheim so einen Schottenrock. Aber ich muss sagen, so ein Schottenrock im Sommer, also es ist ein sehr angenehmes Tragegefühl, weil es schön luftig unten rum und also... Und jetzt, genau an der Stelle, werden Sie jetzt die weiblichen Zuhörer fragen, was haben wir unter den Schottenrock an? Also wir haben tatsächlich haben wir schon was drunter gehabt bei dem Wettkampf, weil er da einmal dann der Rock einmal aufgeht oder so und da wollten wir halt keinen schockieren. Keinen schockieren? Du meinst keine Angst machen, oder? Genau, ja. Waren denn da Schotten dann auch da? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der eine... Weil beim Einmarsch war so ein Dudelsackspieler dabei, Aha. der halt dann einen Marschblasen hat quasi und der kann der Schotte gewesen sein. Mhm. Ist ein Blaskapoint dann auch aufmarschiert? Das nicht. Nein, Ach, also nicht. Da war tatsächlich Aha. dann so wirklich bloß so Dudelsackmusik. Ja, und wie stellt man sich das vor? Du kommst jetzt da hin, wie viel am Wettkampftag, der ist ja wahrscheinlich am Wochenende irgendwann. Genau, oder? Das war Samstag und da am Schliersee, da im Wasmeier Museum war das und dann waren wir da dort, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften da, ich glaube 10 oder 12 Mannschaften Aha. haben da teilgenommen und dann hast du halt erst einmal drauf und dann war halt, dann hast du die zusammengestellt und dann war halt der Einmarsch, dann haben halt die Teams einmarschiert und hat dann jeder, quasi ist dann vorgestellt worden, die einzelnen Teams. Mhm. Ach so. So, das ist der Richard, Nein, der so, läuft doch so, unter Schleiß rein. Ja, so genau, nicht halt bloß die Team, weil ein Team halt mitmacht. Aha. Wie hat denn dein Team geheißen? Taurus. Taurus? Mhm. Das war von denen, weil die halt vorher schon dieses Team gehabt haben und die haben das halt Taurus genannt. Und wie ist das da? Wenn man da, ich stelle es mir vor, 50, ja ungefähr so 50 Leute, die wo da am Wettbewerb teilnehmen und bist jetzt du da ein durchschnittlicher oder gibt es da welche, die wo noch kräftiger sind? Wie ist denn das? Oder gibt es da auch so, sagen wir so wie ich, die zwar leicht athletisch sind, aber jetzt nicht so kraftvoll. Solche waren schon auch dabei. Ja. War der dünne Weh dabei? Also es war schon, also tatsächlich, der Großteil war schon ein bisschen kräftiger. Aha. Und auch, es waren halt viele große dabei, die halt wirklich auch sehr, also große Größen gehabt haben. Jetzt bringt nicht bloß was? Breit. Bei manchen Disziplinen hat er das viel gebracht. Ja. Aha. Zum Beispiel wird jetzt bei dem Stone of Manhood, da war es halt dann so, dass quasi eine Storkugel auf einen Baumstamm aufheben musst. Mhm. Und der Baumstamm war, glaube ich, auf 1,20 oder 1,30 Höhe hat der gehabt. Jetzt, wenn du natürlich 2 Meter groß bist, brauchst du bloß aufstehen und draufheben. Wenn du jetzt ein bisschen kleiner bist, dann musst du die Kugel noch deutlich mehrer hochheben, dass du ihn auf den Baumstamm aufbringst. So ungefähr, der andere hat ihn am Bauch und der Kleine, der muss genau, schon in Brusthöhe haben. Genau, der muss auf Brust drauf und dass er dann drüber rollt. Ja. Ah, ja, und wie schwer ist denn da der Stone of Manhood? Da hat es 3 gegeben. 3? Also der eine war mehr oder weniger bloß ein Stor, der hat dann so 50, 60 Kilo gehabt. Mhm. Und dann der mittlere, der hat 90 Kilo gehabt, das war dann schon so eine Kugel. Aha. Und der Größte, der hat 130 Kilo gehabt. Wow. Und hat man da mit dem Kleinen angefangen und ist dann zum Größeren gegangen, oder wie ist das? Also ich habe es so gemacht, ich habe mit dem Kleinsten einmal angefangen, weil ich das ja noch nie gemacht habe und habe mich dann halt vom Kleinen über den Mittleren bis zum Großen dann hinaufgearbeitet, mehr oder weniger. Aber du hast 3 Versuche gehabt und dann habe ich halt jeden einmal ausprobiert. Insgesamt 3 Versuche oder bei jeder Gewichts? Nein, insgesamt 3 Versuche. Aha.
Ja, und hast den geschafft, den ganz Schwan? Den ganz Schwan habe ich ganz knapp nicht geschafft. Also der ist schon so an der Kanten gelegen und dann war es aber so, dass ich so ein bisschen in einem Loch drin gestanden bin. Das heißt, dann war ich tief unten und dann habe ich ihn nicht mehr aufgebracht. Du warst zwar einer von den Gräsern, aber dann haben sie ins Loch eingestellt. Genau, und so ungefähr. Dann war es auch vorbei. Aber das war leider war eine knappe Geschichte, das ärgert mich halt noch ein bisschen, dass ich den nicht aufgebracht habe. Ja, machst du noch mal mit eigentlich? Wir hätten gern wieder mitgemacht, aber ist ja letztes Jahr ausgefallen. Also sobald das mal wieder stattfindet, da mache ich auf jeden Fall wieder mit. Ja. Du bist dabei. Jetzt interessiert mich natürlich als, sag ich jetzt dabei, normal gebauter, so wie ich, was machen denn die? Also müssen die auch die Storner tragen, wirst du hast, oder kannst du jeweils ein Teammitglied aussuchen für die jeweilige Aufgabe? Nein, also es hat wirklich jeder aus dem Team, jede Disziplin und alles machen müssen. Das ist schon. Aber bei dem Stor ist, weil du musst, der Große ist ja schon so groß, dass du gar nicht gescheit rumkommst. Ja. Und dann der eine aus unserem Team, der hat so ein Harz dabei gehabt. Das hast du dann auf die Arme geschmiert, dass du da ein bisschen Grip hast, dass der Stor nicht so runterrutscht. Aber das zieht halt dann auch die Haut runter von den Armen. Also das ist halt, der Stor hebt, aber die Haut ist dann noch weg. So ungefähr. Musst du ein gutes Bindegewebe haben, gell? Genau, ja. Ja, aber dann darf ja so einer wie ich, der darf ihn total runterziehen. Warum nimmt denn da überhaupt jemand, sag jetzt einmal, einen nicht Trainierten mit? Mei, also grundsätzlich halt wegen dem Spaß. Mhm. Und es waren auch Disziplinen dabei, wo du jetzt zum Beispiel keine Kraft brauchst. Jetzt Bogenschießen oder Axtwerfer. Da brauchst du keine Kraft nicht, da brauchst du ein gutes Auge oder ein bisschen ein Gefühl. Mhm. Man muss konzentriert sein, man muss, wie heißt es, eins werden mit dem Bogen und dann in die Mitte schießen. Genau, ja, also das darf schon auch gehen. Oder am Schluss war so eine Disziplin, da ist es ein bisschen um Schnelligkeit gegangen. Aha. Da hast du jetzt so einen Baumstamm ziehen müssen, so im Kreis. Hört sich für mich wieder nach Kraft da. Ja, aber der war nicht so schwer, der Baumstamm. Okay, bloß 8 Kilo oder so? Nein, ich schätze mal, was hätte gehabt haben, so 20, 30 Kilo. Ach so. Den hast du halt dann am Boden ziehen müssen, so im Kreis, so als Staffel. Ja. Und da ist es halt auf Schnelligkeit gegangen. Ja, das darf ich ja locker ziehen. Ja, so eben. Was waren die schönste Disziplin? Die schönste Disziplin war tatsächlich das Baumstamm werfen, muss ich sagen. Aha, wir gehst du hier an den Start. Genau, das ist auch die schwierigste, finde ich, von der Technik her gewesen, weil wenn du das erste Mal machst, da gibt es ja so einen 3-Meter-Stamm und einen 5-Meter-Stamm. Und du musst ja quasi den Stamm erst einmal vom Boden wegbringen und dann so in der Hand haben, dass er quasi senkrecht steht einigermaßen, weil sonst fällt er da um. Und dann musst du ihn balancieren quasi. Genau, da musst du ihn balancieren und dann laufst du so ein bisschen los und dann gibst du ihm quasi durch den Lauf, kriegt er so ein bisschen einen Schwung und dann musst du ihn quasi hochwerfen. Also du hast ihn in alle zwei Hände hast du so genau, quasi. Genau, du hast ihn vor dem Bauch halt. Vor dem Bauch, und in die Hände. Und dann musst du ihm im richtigen Moment quasi so einen Schubser geben, dass er sich dann einmal überschlägt. Ach, der muss sie überschlagen. Der muss sie überschlagen. Und kommt es dann auch darauf an, dass er möglichst weit fliegt oder das was? Das nicht. Also er muss sie bloß überschlagen. Also das heißt, es gibt bloß geschafft oder nicht geschafft? Genau, ja. Aha. Gibt es einen Wettkampf? Das hört sich ja alles so, man misst es ja mit seiner Kraft, aber man macht die Disziplin jeweils allein. Gibt es irgendeine Disziplin, die wo man mit dem Gegner macht, also dass man gegeneinander kämpft, direkt? Direkt gegeneinander nicht. Nein, das waren immer so Einzeldisziplinen, wo du halt dann über die Kraft oder über die Entfernung. Aber jetzt direkt gegeneinander kämpft haben wir nicht. Und sind das jetzt alles Leute, die so griffig sind wie du? Oder sind da auch die, wo verbissen sind? Oder gibt es da eventuell sogar Profis? Also es ist schon so, dass die Leute schon mitmachen wollen und gewinnen wollen, aber es war eine super entspannte Stimmung. Aha. Also da unter die Teams war da jetzt auch nicht so der Konkurrenzkampf, sondern bist du jetzt zu dem einen Team hast mit dem Ratschen können. Und also das war eine sehr, sehr entspannte Stimmung. Und so Profis, meist gibt halt Teams, die das schon öfter machen, aber so richtige Profis gibt es da nicht. Das ist halt eine, ich sage mal, so eine Sparte. Also so ein, also gibt es nicht viel. Oder halt in der Richtung. Die, wo es machen, oder? Genau. Mhm. Es gibt wahrscheinlich ein paar so Meisterschaften auch irgendwo. Ja, in Deutschland verteilt gibt es ein paar, aber jetzt auch nicht so viel. Das heißt, da musst du dann schon weit fahren. Deswegen war das ganz gut, dass das halt da bei uns Schliersee war. Ja. Das ist noch gegangen. Ja. Also so eine Profikarriere, das strebst du jetzt nicht an? Nein, um Gottes Willen. Nein, da müsst ihr ja ganz anders trainieren dann auch. Da müsstet ihr ja dann wirklich die Disziplinen spezifisch trainieren. Jetzt halt einmal rein theoretisch, wenn jetzt halt einer, der wo vielleicht ein bisschen sportlich ist oder vielleicht auch nicht, dass er mitmacht und der sagt, der möchte da mal mitmachen,
was darfst du denn sagen, wie trainiert sind der und wie lange macht er da ein Jahr und muss er da dreimal in der Woche ins Studio gehen oder was darfst du denn so sagen, wenn jetzt ich, nehmen wir mal mich, mhm. ich darf jetzt da nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn es wieder ist, mitmachen. Was darfst du mir da so vorschlagen? Ja, super Sache, machst du. Ja, mei, so direkt drauf trainieren, mei, es schadet jetzt nicht, wenn du ein bisschen eine Kraft hast. Aber jetzt, du weißt ja vor dem Wettkampf, weißt ja nicht, was für Disziplinen kommen. Also du weißt ja nur ungefähr, was ja. Druck kommen kann. Mhm. Wenn es jetzt in der Zeit, wenn es relativ kurzfristig ist, dass du mitmachst, dann darf ich halt eher auf die Disziplinen trainieren, wo du weniger Kraft brauchst. Also dass du jetzt Bogenschießen mal probierst oder Axt werfen oder jetzt, es war ja sowas wie Hammer werfen. Das ist halt auch viel Technik und wenig Kraft. Also da kann man mit Technik schon auch viel machen, dass du halt da eine Technik trainierst und meist ein bisschen ins Fitnessstudio schaut nicht. Also ich höre das schon aus, du sagst, nein, also so trainierst du nicht hier, dass du da mit uns mithalten kannst, mit dem Storheim. Ich verstehe schon, hab schon verstanden. Storheim darf ich gar nicht sagen, weil du bist relativ groß. Und da brauchst du bloß aufstehen eigentlich. Ja, dann muss ich bloß schauen, dass ich mich nicht ins Loch einstelle. Genau, aufstehen und das Gewicht mitnehmen. Du, sag mal 130 Kilo. Also einen Zentner, den tragt man ja, aber ein Zentner ist ja schon was. Ja. Na, zweieinhalb Zentner, über zweieinhalb Zentner, das schafft doch kein normaler Mensch nicht, oder? Das ist schon viel, aber das ist halt auch wieder viel Technik. Also da, wenn du die Kugel, wenn du das gut hast, die rollt ja quasi von allein auf. Und dann musst du es bloß noch auflegen, wenn du groß genug bist. Weißt du, was jetzt ich mache? Ich trainiere jetzt seit einem Jahr lang heimlich. Und ich verstecke meine Muskeln, dass die keiner sieht. Und dann gebe ich hin. Und dann mache ich euch starken Kerle fertig. Und dann fangen. Weißt du schon, ich stelle es mir vor, so richtige, was weiß ich, 120 Kilo oder pure Muskelmasse. Und die warnen dann, weil so ein Dünner wie ich daherkommt und die fertig so, war. Das kannst du glauben. So wie so ein Nobody aus dem so der Underdog und dann zlägt er alle. Das war was, gell? Das war auf jeden Fall der Tast in Zeitung gekommen. Ja, schön. Ja, cool. Ja, Richard, du, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, dass du jetzt bei uns im Podcast bist und dass du Zeit genommen hast für das Gespräch. Sehr, sehr interessant. Eins noch, nicht, dass ich es vergiss, Damen dürfen da ja auch mitmachen, oder? Da waren auch Frauen dabei, ja. Da hat es auch Mixteams gegeben, ja. Ja. Die haben da auch Spaß gehabt. Ja, nochmal ein Grund mehr, warum man da als Zuschauer mal hingeht. Genau, ja. Richard, merci dir, bleib uns treu, Bayern absolut und immer fleißig putzen. Ja, sauber. Danke, Manni. Habe ich dir. Servus. Ja, und Schorsch, was sagst du jetzt? War das was für dich? Ich bin sprachlos. Ja, also du kannst mir schon vorstellen, dass ich da mitmache, aber ich glaube, ich war der am Dudelsack. Ach so, ich hätte dich gesehen für einen, weißt du, der, wo das Bogenschießen macht oder das Axtwerfer. Ja, das darf mich tatsächlich interessieren, aber ich frage mich halt, wie trainierst du einen Axtwerfer? Ich kann ja nicht einfach in der kannst du in den englischen Garten gehen und sagen, so, Leute, geht's einmal auf Zeit, ich will jetzt da Axt werfen. Ja, du da fährst zum Baumarkt, da kaufst du einen Hocker, ja. Dann kaufst du eine Spannplatte dazu, die tust bei dir daheim an die Wand ohne die binden und dann fängst du an zu üben. Dann geht's schon los, freilich. Und dann schaue ich nur gleich, dass ich eine gute Rechtsschutzversicherung habe, wenn der Vermieter vorbeikommt. Rechtsschutz brauchst, vielleicht auch eine Unfallversicherung für dich, falls da irgendwas... Einen direkten Draht zum Roten Kreuz, so. Schaut bestimmt auch nicht. Mhm. Nein, ich bin mega beeindruckt, was der Richard macht. Ja, krass, gell? Schon. Du, Bock hätte ich vielleicht schon mitzumachen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mit den Kerls dann mithalten kann. Mani, vielleicht sollte man es einfach machen. Ja, mit oder ohne Training? Ja, einfach mal schauen, wie lange haben wir jetzt noch Zeit, ist das heuer? Wahrscheinlich nein, dieses Jahr ist es nicht. Dann nächstes Jahr? Dann nächstes Jahr. Ein bisschen so ein leichtes Lauftraining, ein bisschen Krafttraining. Ja, wie, also... Und wenn wir dann feststellen, es wird nichts, dann können wir immer nur Dudelsack spielen. Aber machen wir das dann vor oder nach der Podcastaufnahme? Mit dem Trainieren? Ja. Ja, das sagen wir noch, oder? Danach. Ja, du, und jetzt müssen wir auch, glaube ich, wenn der Richard so putzt über eine halbe Stunde, ich weiß nicht, was der Zeiger sagt. Ja, dann nicht, schauen wir, so lang putzen, dann schauen wir, dass wir fertig machen, nicht, dass der Richard so lang putzen weiß. Schöne Grüße an Richard. Schorsch, schön, was wieder habe ich dir. Servus, Mann, schöne Grüße an Richard. Das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, aber was macht's denn ihr, wenn ihr in Streit kommt? Geht's ihr einfach oder diskutiert ihr es aus wie der Schorsch? Oder geht's vielleicht Baumstamm schmeißen wie der Richard? Ja, was treibt ihr? Ja, darf mich auch mal interessieren, gell? Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was Neues erfahren habt, dass ihr wieder gut unterhalten worden seid. Und ich hoffe, dass ihr nächsten Donnerstag wieder zuhört bei der neuen Folge. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.